Der Ball rollt und die Karawane der Fans ebenso. Zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland kommen viele Gäste, aber auch so mancher nicht so gern gesehener Besucher. Daher werden seit Tagen durch die Bundespolizei wieder Grenzkontrollen durchgeführt. Wie hier in Forst, einer Kreisstadt im brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße. Jetzt mit der Wiedereinführung der Grenzkontrollen bundesweit anlässlich der Fußball-Europameisterschaft haben wir natürlich hier so eine Doppelfunktion oder eine doppelte Kontrollaufgabe. Zum einen wird weiter nach Migration kontrolliert und zum anderen haben wir natürlich jetzt das Interesse daran zu schauen, welche Fußballfans kommen nach Deutschland und mögliche Problemfans schon weit vor den Veranstaltungsorten hier an der Grenze abzuweisen. Die Aufgabe wird anscheinend erfolgreich durchgeführt. Denn Innenministerin Nancy Faeser, SPD, hat kürzlich erste Ergebnisse vorgestellt. Demnach seien bei den angeordneten vorübergehenden Kontrollen an allen deutschen Grenzen von der Bundespolizei innerhalb von nur einer Woche über 170 Haftbefehle vollstreckt sowie 900 unerlaubte Einreisen verhindert worden. Täglich seien laut dem Innenministerium 22.000 Bundespolizistinnen und Polizisten im Einsatz. Die Europameisterschaft dauert noch bis zum 14. Juli.